Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wir machen nach, ich weiß nicht, wie viel, 5-6 Parts wahrscheinlich, wieder mit der Mission weiter. Haben die Map zu 100%, was bisher befahrbar ist, abgeschlossen. Und wir werden jetzt hier ganz im Südwesten die nächste Mission annehmen. Schau mal, welchen Kapitän wir da treffen. Kit wahrscheinlich. Schätze ich jetzt einfach mal. Black Bart Schachzug. Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee, wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Das kein Fehler ist. Ich weiß ja noch nicht, ob wir dem so richtig vertrauen können. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's ein. Lesegel setzen. Ah, ist der immer unentspannt, ja. Aber wir haben sogar 9 Mörser, das ist gut. Leicht vom Wind abfallen. Kommen wir zur Sache, Cap. Siehst du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Um Himmels Willen, tu es. Okay. Kommissar Verlag, que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio por entre a frota para ver se estão todos em boa forma. Está tudo em ordem por estes lados? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah! E julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva tal propósito. Vêm embarcadores de Lisboa? Não. Quantos julgam serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, um número considerável. Flagge einholen. Super unauffällig. Foi um prazer falar consigo, jovem. Entrego os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar com ele. Uma pena. Até à próxima e que Deus vos abençoe. So, wir haben es geschafft. Super unauffällig, diese Flagge zu stehlen. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass wir uns mit Roberts hier treffen. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei, die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Por favor, senhor, implore-lhe que considere aquilo que está prestes a fazer. Now impossible. Was hat er gewinselt? Er winselt nicht. Er ist begeistert.
Nicht tot. Fahr zulegen. Leicht vom Wind abfallen. Na, legt's ganz schön in die Wellen hier, das Schiff. Segel setzen. Weiß er, das Nosso Senor da Cobrenzau. Direkt voraus! Sie laden etwas von dem Schiff ab! Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Ruhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bring sie. Okay. Admor, podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá. É o próprio. Peço perdão pela minha resposta. Wir hatten, ich hätte nicht entdeckt werden dürfen. Oh, ist egal, okay. Ouvi uma história sobre espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim. Por muito que amaldiçoe a marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. So, gehört mir schon. Wo schippert ihr hin mit meinem Schiff? Darf ich da bitte mit einsteigen? Oh, jetzt haben wir auch goldene Kanonen. So schick unser Boot. Noch gar nicht hergenommen, ne? Die neuen Breitseitenkanonen. Die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. So, verfolgt mal halt mal das Schiff. Was sind hier? Okay, ich glaube, es waren nur die Schatten, die es komisch aussehen lassen haben. Leicht vom Wind abfallen. Lehsegel setzen. Aufgehen, Segel reffen. Dicht holen, Fahrt zulegen. Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Okay. Ein paar Ausgucker erledigen. Sollte ja gut machbar sein. Cansado desta rotina. E também...
diabos se meteu? So. Die helfen uns wieder ordentlich. So. Oh, oh, oh. Bin nur sabotieren, ne? So, hier können wir hier außen rum. Zurück zumindest so gedacht. Sei mal nicht scharf auf mich. Und dann stirb. Ha, ich mag Berserkerpfeile. Immer viel Spaß. Den Captain mit Hilfe eines Seilschwungs töten. Jetzt erstmal schleierhaft, wie ich das schaffen soll. Sehr ausgeglichen, der Kampf von denen. Oh, nevermind. Hat es ihn doch noch erledigt und der fällt tot von der Bande. Der Seilschwung. Töte ich jemanden per Seilschwung? Weil ich sehe keinen Seilschwung. Hallo. Rex, passa aqui! Wir wurden entdeckt. Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstationen, an die Kanonen! Und zwar alle Mann! Auf deinen Befehl, Captain! Lassen wir diese Bestie brüllen! Nice, wieder mit dem Kriegsschiff fahren. Großsegel setzen! Gefecht ruhig! Feuer! Ja! Das, das euch gehört, Jungs! Auf dein Zeichen, Captain! Wollt ihr Feuer! Schwimmen! Feuer! Getroffen, Captain! Feuer! Ja, ein ja. Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Ist sie dort, Sir? Das wird sie fast beeindrucken! Feuer! Feuer! Geht gleich runter! Was ist das denn für eine coole Kanone da hinten? Grund. Feuer! Nur ein guter Feuer!
keine Gnade für die, die sich uns in den Weg stellen. Bereit zu feuern! So. Okay. Feuer! Jetzt sind wir schon zu weit weg. Oh, mit bisschen Glück trifft er trotzdem. Genau, so dachte ich mir das. Feuer! Ich dachte, ich hätte dich längst versenkt. Feuer! Ah, ist das laut. So cool. Hinten die Kanonen sind zwar. Echt nicht easy zu treffen. Aber möglich. Raus aus der Bö! Ja! Da müssen wir leider noch mal näher fahren. Mann, ey. Halt, der traut sich irgendwie nicht zu uns. Oh, schießt aber schlechter als erlaubt ist, gell? Aber ich würde mir auch in die Hosen scheißen vor Angst an seiner Stelle. Bereit zu feuern, Sir! Bereit zu feuern, Sir! Aber es fühlt sich wuchtig an. Das große Schiff haben sie gut umgesetzt. Alle Segel, sie verträgt das! So, jetzt aber. Würde ich aber sagen, dass wir gekommen sind. Ne? Meine Prise. Na, die Templer waren fleißig, wie es aussieht. Lawrence Prinz Blue. Wertlos. Woods Rogers Ben Hornigold sogar Torres Dance. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick. Okay. Schon beendet, aber nicht besonders gut, wie mir scheint. Gut. Und die nächste Mission, wo ist die? Auch wieder hier. Naja, dann machen wir die auch gleich. Sonst wäre ich jetzt nämlich wieder auf Schatzsuche gegangen. Aber wenn die nicht weit ist, dann warum nicht? Ein großes Kriegsschiff hier. We are outward bound for Kingston Town with a heave-ho, ho. Ging so viel von Kingston. Round and round. Good morning, ladies all. And when we get to Kingston Town, the heave-ho, ho. So, so weit kann die Mission eigentlich nicht weg sein. Da vorne sieht man, glaube ich, das Schiff. Ja. Da hätten wir hier die Truhe einsammeln können. Egal. Was machen wir, Mama? Müssen wir nicht mehr machen. Da habe ich jetzt Mord und Totschlag. Spürst du es, AD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst.
Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Brennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Okay. Wir wollen Hornigold an den Kragen. Ja! Captain, denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Adi? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Nein, der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen? Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Ei, El Espinazo del Diablo, nennen die Spanier sie. Ah, ich befürchte, wir werden dem Kampf jetzt dann nicht mehr auskommen. Das haben wir lang genug geschafft. Ja, ärgern sich! Sieht nach einer Fregatte aus! Verdammte Royal Navy! Nur das eine Schiff, Captain! Wer lädt wieder ab? Greff die Top- und Bramsegel! Einholen! Feuer! Ja, ich mein Treffer hier und sie bricht! Beeilen uns! Feuer! Das sind die Schichten, Captain! Wir haben den Captain gehört! Sie verträgt das! Feuer! Sag nur das Wort! Da ist sie am schwächsten! Gleich unter! Ein Wrack mehr! Die Däumen! Topsegel bergen! Ah, ist die Benjamin hier ein Schoner nur? Geht näher ran! Und da hast du keine Chance! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Schicken wir sie in die Hölle! Feuer! Feuer! Ist sehr eng hier. Gib Acht, dass wir nicht auflaufen. Kannst du das, Bruder? Na, gar kein Problem für uns. Jetzt sind wir auf der Insel, wo ich noch vermutet habe, dass da bestimmt noch eine Mission ist. Ich komme wieder zurück. Ja, das glaube ich auch, dass wir wiederkommen, weil im Moment weiß ich gar nicht, wer oder was uns töten wollen würde. Halt für sehr unrealistisch, dass das überhaupt jemand schafft. Hallo? Was muss ich machen eigentlich? Mit einem Luftattentat. Okay. Das sollte man nicht hinkriegen. Sehr schön. Okay, für Hornigold müssen wir uns also dann noch. Halt!
Where'd you think you're going? Bleibt mit den Rücken zusammen. Der Kampf ist nicht vorbei. Don't let it come. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Naja, wir hätten uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen dürfen. Kam jetzt wieder ein bisschen zu spät, die Info. Mein Geschmack, die nächste Mission führt uns hierhin, wo wir noch nicht hin konnten. Das würde mich interessieren, ist die immer noch gesperrt? Die Taverne steht immer noch gesperrt. Dann reisen wir noch hierhin. Dann war es aber mit dem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Assassin's Creed 4. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis dann. Tschüssi.